So, und damit ein herzlichen Willkommen hier zu einer kleinen Tour mit dem Leader vom Rohtransport, der gerade vor mir steht. Er fährt auch vor. Habe ich mein Fernlicht auch aus? Ne, habe ich noch klar nicht. Oh doch, habe ich aus, hä? So. Kannst fahren. Yes. Wird nochmal Yes geschrieben. Es. So, er fährt jetzt noch zum Rotterdam, genauso wie ich. Ob das jetzt tatsächlich eine Aufnahme mit Stimme wird, weiß ich noch nicht, aber ich rede mal trotzdem. Weil es so ist. EU2 sind wir, also keine Geschwindigkeitsbegrenzung drinne. Aber wenn ich so rase wie auf dem Hinweg gerade hierher, habe ich ernsthafte Probleme. Sag ich mal, und ich komme hier einfach den Berg nicht hoch, ne? Jetzt hängt er mich ab, weil eben so Rasen. Wieso gibt er jetzt keinen Gummi? Ich habe irgendwie Maximum Tonnen. Ich weiß gar nicht wie viel ich drauf habe. Auf jeden Fall habe ich auch Mega Lex. Mega Lex des Todes hier auf EO2. Deswegen spiele ich hier normalerweise gar nicht. Oh, hat schon wieder angefangen. Und kann sein, dass es während der Aufnahme zu mehreren Malen Standbildern kommen kann. Da ich, wie gesagt, auf EO2 Lex habe und Lex nimmt den nicht richtig auf, beziehungsweise er kann ja kein, das Aufnahmeprogramm kann ja kein Lag aufnehmen. Wieso ist der Truck jetzt so lahmarschig? Ich verstehe es gar nicht, ne? Ohne Hänger, okay, ohne Hänger hat man ja auch keinen Ballast drauf, sag ich mal. So, hier geht gleich eine Straße rein. Er muss jetzt öfters warten. Er hat das Spiel schon hundertprozentig durch, sag ich mal, wahrscheinlich. Und ich hab's noch nicht durch, aber ich bin schon steinreicher Millionär hier. Da ich eigentlich genügend Firmen, also genügend Garagen gekauft habe, die voll ausgebaut habe und die mein Geld heran scheffeln. Ich hoffe, ich komme gleich die Aufnahme, komme hier gleich die Auffahrt hoch. Er fährt mit Lenkrad und er hat Typ, ich glaube echt, dass er mit Lenkrad fährt. So. Oh, ich komme auf den Rasen. So. Also ich glaube, der Typ fährt echt mit Lenkrad. Aber der kann es auch. Andi, wenn du das Video siehst, ne? Nimm dir mal ein Beispiel an ihn. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen weg. Er muss immer warten. Aber ohne Mitladung bin ich leider nicht so schnell. Und habe ein paar, ja, durch meine Rammer auf dem Hinweg habe ich meinen Truck ein wenig geschrottet. Was den Motor betrifft und ja, habe ich ja vorher nicht repariert, aber YOLO. Aber 500 Kilometer ist ja nicht viel, ist ja nicht mega viel. Es geht ja noch voll klar. Ist meistens so, dass ich hinterher hinke und er jeder auf mich warten muss. Da Mercedes ja auch nicht so mega schnell ist. Habe ich mir extra geholt, um diese Fahrten, wenn Andi mitfährt, also wenn ich mit Andi und Leiche fahre, dass ich zumindest ein bisschen an Andi dran bleibe, da er den allerersten Truck immer noch hat, nicht ausgebaut hat. Er macht ja auch irgendwie täglich was nur Minus, wenn er fährt. Und deswegen fahre ich jetzt auch gerade wie die besenkte Sau. Wie es hierzu kommt, zu den kleinen Treffen zwischen den Rohtransport-Leader und mir, das ist ganz einfach. Ich habe ihn Steam und ich habe ihn angeschrieben mit Hi, wie geht's so? Und er hat mich dann gleich gefragt, ob ich Bock habe, auf so einen kleinen Konvoi mit ihnen zu fahren. Also wir beide allein.
Oder ich dachte, er hat mich nur gefragt, so wegen Konvoi und so. Und dachte ich mir jetzt, er meinte ja. Und ich dachte, es kommen, sind mehr Leute da, aber es ist ja, wenn man so auf die Uhrzeit betrachtet, irgendwie 4, 5 Uhr morgens gerade mal. Und es ist wirklich eine ziemlich krasse Sache, eigentlich so früh zu spielen. Eine Sekunde, okay, er ist kurz wohl AFK. Eine Sekunde, ich will ihn nicht in die Frage. Aber wieso bleibst du nicht auf dem Standstreifen stehen? Du bist doch auch ein Trottel, ne? Du spielst das später auch nicht zum allerersten Mal. ETS Multiplayer. War der an dem Clan, das war ein Admin. Okay, er kann weiter. Ihn lasse ich wieder vorfahren. Der Dragons. Ja, der Drache. Oder die Drachen. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall ein Rumäne. Der Englisch spricht, aber ich spreche so gut wie kein Englisch. Höchstens mit Hilfe vom Google-Übersetzer. So ein paar Sachen oder so kriege ich dann hin, aber dann in schlechter Grammatik und so weiter. So jetzt an sich spreche ich kein Englisch, außer so ein paar Sätze, also oder Wörter wie, oder zwei Wörter, so wie you know, was ich immer meistens in den Aufnahmen sage und so. Aber so in großen Maßen weiß ich weiß auch nur die Grundbasis, sage ich mal, hatte ich früher niemals in der Schule. Deswegen wird es schwer für mich mit anderen Leuten zu reden, die nicht aus Deutschland kommen und die Sprache Deutsch, die schwere Sprache Deutsch nicht beherrschen. Die ist wirklich schwer, die Sprache. Ich habe Dialekt bis zum Tode. Wow, bestimmt ein 5-sekundigen Standbild. Richtig übertrieben. Ich bin so schlecht. Nein. Und mein PC ist relativ gut, ist auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung, falls ihr euch den Tower mal angucken wollt. Ist unter, keine Ahnung, ich glaube mein PC, ja, mein PC gespeichert. Mal sehen, ne? Also was heißt mal sehen, das ist auf jeden Fall verlinkt. Das ist eigentlich immer eine Standard. Verlinkt, muss ich den nächsten Mal umschreiben, zum Beispiel das mit meinem Intro. Das ist nicht von dem lieben Herrn, der verlinkt ist. Das war noch von meinem, ich glaube, meinem dritten Intro auf diesem Kanal. Also nicht so besonders wirklich viel. Er macht wieder Party mit seinem Linkern. Er kann sich nicht entscheiden, wo er abbiegen möchte. Also ich bin Tastaturspieler, ich habe kein Gaspedal, wieso wie du. Und ich will jetzt auch nicht immer mitblinken, beziehungsweise ich blinke ja so gesehen nie. Sprit habe ich genügend. Er wahrscheinlich auch, er ist wahrscheinlich auch voll aufgeskillt. Ich kann noch nicht. Wir müssen noch 399 Kilometer fahren. Also noch so ein kleines Stück ist das noch. Aber auf EU2 geht es meistens ein wenig schneller, da man hier zu Lande keine Fahrbegrenzung hat und so schnell wie du willst kannst du fahren. So. Und das ist der Raser-Server. Hier rasen die Leute nur. Kann er ja nicht wissen, so dass ich normalerweise nur auf EU3 spiele. EU1 ziemlich selten. So, wegen den Lags so. Server 2 schon gar nicht, weil da meistens eigentlich nur Idioten drauf fahren. Nix gegen euch, wenn ihr immer auf EU2 spielt. Aber im überlebenden Sinne spielen da nur Idioten. Also es sind nur Idioten, also viele, die nur rammen und Leute mit Absicht blockieren. Ja, ich weiß. Mein Account ist gecancelt durch Blockieren. Wurde ich auch schon mal gebannt, deswegen. Also würde ich auf jeden Fall gar keinen empfehlen zu machen.
Und er weiß gar nicht, dass ich unsere kleine Tour hier aufnehme, ne? Vielleicht macht er das ja auch. Mal gucken. Mal sehen. Ich glaube, das ist der Besitzer von dem Kanal Rohtransport. Der offizielle Channel, glaube ich, von denen. Wird auf jeden Fall vielleicht in der Videobeschreibung verlinkt sein. Ich weiß es noch nicht so genau. Sonst einfach mal in die YouTube-Suchleiste eingeben. Rohtransport. Hä, wieso fährt er? Was macht er? Wieso fährt er geradeaus weiter? Wieso fährt er geradeaus weiter? Ist er dumm? Gibt es noch eine Einfahrt zu den Niederlanden? Ich halte mich jetzt mal einfach an seinem Ding. Er muss ja auch nach Rotterdam, genauso wie ich. So. Dann fahre ich einfach mal seinen Weg. Ich habe der Typ, der guckt gleich so auf Navi und denkt so, oh mein Gott, ich bin falsch gefahren. Aber er muss außerhalb wahrscheinlich hin. Er muss zum Steinbruch. Ich weiß es nicht so genau. Ich werde es ja auch gleich sehen. Wenn er beim Stein. Oh, nicht Steintransport, sondern beim Steinbruch da runterfährt. Dann werde ich das ja sehen. Vielleicht hat er mir nur verarscht. Bei unserer Ausfahrt war da hinten. Ich weiß nicht, ob es noch eine weitere Fahrt gibt, sage ich mal. So, man sieht ihn wieder deutlich klar und deutlich vor mir. Wie ihr bestimmt gesehen habt, ich habe die Grafik hab die komplett runtergestellt, da ich sonst noch heftigere Probleme auf EU2 und EU1 habe. Deswegen habe ich ein bisschen die Grafik so runtergestellt, noch weiter runtergestellt, damit ich hier zumindest eine konstante FPS-Zahl habe, die durch meinen Lags beeinträchtigt wird immer wieder. Das kommt aber vom Server. Ist noch 380 Kilometer, muss ich euch jetzt noch zu quatschen mit irgendwas. Ich will eigentlich gleich noch weg, beziehungsweise ist es morgens. Ich will mir was kaufen und nachher so das übliche paar Bierflaschen von Silvester noch wegbringen. Oder auch nicht von Silvester. Vielleicht bin ich auch Alkoholiker und trinke so viel, obwohl das sind Colaflaschen. Ne, hier sind ein paar Bierflaschen dabei. Die sind auch wirklich von Silvester. Und die muss ich dann auch mal wegbringen, dachte ich mir. Und kaufe mir gleichzeitig ein neues Silvestergetränk, beziehungsweise Fritz Cola auf jeden Fall mal gönnen. Oder zumindest mal probieren, wenn ihr es noch nie getrunken habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Besser wie Coca-Cola. 100 mal besser wie Coca-Cola. Ich habe Lex. Ich habe Lex. Ich glaube, die andere Strecke, die mir ja angezeigt hat, das war über. Ich weiß ja nicht, wo er lang fährt. Ob er jetzt wirklich hier runterfährt oder mich nur verarscht. Er fährt echt hier runter. Ich glaube, er plant seine Strecke selber ein. So, die Kurve habe ich doch mal jetzt sauber gekriegt, nicht so wie vorhin, wo ich halt die Brückenschräge mit hochgefahren bin. Ist auch mal so eine kleine entspannte Tour hier. Jetzt kriegt der Truck schon wieder ich wollte schon sagen, er kriegt schon wieder kein Hoch, der Truck hier. Aber er gibt kein Gummi, sag ich mal. Fährt er oder wartet er? Ne, er fährt noch, er fährt langsam. Meine FPS sind gerade nicht so geil, muss ich echt sagen. Bin unter 20 FPS. Also, die er aufnimmt. Im Spiel habe ich immer noch über 60. Aber die er aufnimmt, die werden halt nicht so krass wiedergegeben.
Also von dem, die werden ja so gesehen abgezogen. Ein Teil der FPS für die Aufnahme. Also auch ein Teil vom CPU läuft ab, deswegen kommen auch gerade die Lags ab und zu zustande. Ich mache aber nur diese Tour. Dann berichte ich Ihnen, dass ich das aufgenommen habe. Mache ich nicht jetzt. Ich habe überhaupt keine Lust dazu. Überhaupt keine Lust. Aber immer noch 200 Kilometer. You drive your music tu tune intro www. Kein Plan.de. Am besten ist man selber. Sie wollen gute Musik, dann gehen Sie auf diesen Sender. So Eurotruck, keine Ahnung und so. Das ist diesen Eurotruck Radio oder so. Und dann denke ich mir immer so, dann war ich da mal drauf gegangen und dann kam da irgendwie so eine Rap-Scheiße. Ne, und ich dachte mir so, oh mein Gott, schnell weg hier. So. Manches Rap ist okay, wenn die Rapper keine Scheiße labern, so wie ich will jetzt mir keine bösen Kommentare von euch anziehen, aber so wie Haftbefehl, Bushido, Farid Bang und die ganzen Spacken, die nur beleidigen können und noch nicht mal richtig rappen können, die keine Ahnung vom Rap haben, so. Sowas kommt bei mir nicht in meinen Musikschrank. Aber doch, ein paar sind dabei. Doch, ein paar sind dabei, wirklich. Ich höre zum Beispiel relativ gerne Nate57, die Crew Ratus Locus. Auf jeden Fall mal gönnen, falls ihr die noch nie gehört habt. Ich finde die eigentlich relativ, also relativ hörbar. Es geht auf jeden Fall ziemlich klar, die zu hören. Und das empfehle ich jeder Person auf diesem Planeten zumindest einmal reinzuhören. Lexe tot. Wieder. Es waren, glaube ich, jetzt drei Lex hintereinander. Ein wenig stressig, würde ich sagen. Die rumleuchten, die blinken nicht mehr so extrem. Das haben die auch runtergenommen. Winter Session, bla 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 bla. Offizieller TS, TS.ETS2MP.com. Das ist die offizielle Seite, also die offizielle TS-ID hier vom Server. Ich kippe hier fast um. Ich kippe hier fast um, aber er laggt auch gerade rum. Man gerade schön wunderschön auf dem Navi gesehen, oder es war einfach nur ein Lag von mir. Kann na klar auch sein. Kurven benutze ich meistens zwei Spuren. Zumindest wenn ich schnell fahre, so wie jetzt zumindest. Relativ schnell fahre. Mal gucken, wann hier sagt, dass ich zur Tanke muss. Er ist zu weit weg, ich kann noch nicht mal eben einen Chat aufmachen und ich weiß nicht, was ich schreiben muss. Irgendwie vielleicht next Tanke. Gucken. Ja, Kacke. Muss ich jetzt erstmal noch 200 Kilometer mit. Ja, muss eigentlich. Mein Sprit müsste eigentlich noch reichen. Ich schaff das, glaube ich, nicht zu antworten. Denn er ist ja viel zu schnell weg und dann ist unser kleiner Zwei-Mann-Konvoi aufgelöst. Und mal sehen, ob ich überhaupt tanken muss oder nicht. So. Ich kann mir auch da eine Garage holen und die ausbauen eben schnell. Ist ja, kostet ja nichts. Ich habe ja 29 Millionen gerade aktuell. Ja, läuft auf jeden Fall bei mir.
Läuft auf jeden Fall bei mir. Ich will jetzt nicht auf den letzten Metern hier umkippen. Darum muss ich ein wenig aufpassen. Ich guck mal eben. Seht ihr das? Oh Gott. Hallo, warte doch mal auf mich. Next. Next. Danke. Ich weiß nicht, schreiben mit irgendwie, ich brauche Tank oder so. Ich weiß nicht. Komm, ich fahre jetzt mal ein bisschen vor. Er schreibt okay. Jetzt ist er wieder hinter mir. Also immer schön in den Rückspiegel achten, falls ihr ihn sehen wollt. So. Nächste Tanke, egal, muss ich auf jeden Fall mal eben tanken. Sonst habe ich ein paar Probleme später, wenn ich, weil ich ja auch sicher danach nach der Fahrt speichere wegen der EP, wegen den ganzen EP-Punkten, die man gekriegt hat. Also die ich bekommen habe, will ich auch speichern. Deswegen ist es wichtig, dass ich gleich Benzin habe, also für spätere Touren, dass ich da auf jeden Fall noch Benzin im Tank habe. Ich hoffe, ihn stören meine Lecks nicht, die ich ab und zu habe. Boah, das ist mies. Ich glaube, mich haben auch ein paar vom Rohtransport, die deutschsprachig auch sind, abonniert. Ich glaube, das sind zwei oder so, zwei, drei Leute bestimmt schon. Also wenn ihr das Video seht, schöne Grüße an den kompletten Clan nochmal. Fährt ihr mir rein, wenn ich jetzt bremse? Reicht noch. Ich brauche Tank. Das geht nicht anders. Ich bin leer gewesen. Also so gut wie leer, ne? Also, das will ich ja nicht bestreiten, ne? Okay. Kannst fahren. Oder soll ich vorfahren? Da tankt er auch. Ja, gib Gummi, er fährt hinter mir wahrscheinlich. Jetzt die letzten Meter. Oder muss er noch tanken? Na, er fährt. Er hat wohl, wollte gerade wohl was schreiben, hat gesehen, dass ich weg war. Er hat gesehen, dass ich wegfahre. Und die letzten Meter für das Ziel. Ich meine, das war so eine kleine schnuckelige Tour mit dem Anführer vom Rohtransport. Auf jeden Fall mal besuchen auf YouTube. Der lädt, glaube ich, fast täglich irgendwie irgendwelche Konvois von dem Rohtransport hoch, die okay, zwar nicht relativ gut bearbeitet sind, aber man kann die sich doch angucken. Ist zwar kein Let's Play, was er macht, er ist eher so Art Gameplay, aber auf jeden Fall mal reinziehen. Er hat auf jeden Fall Spaß bei der Sache. Fred hat, nimmt er ja auch auf, mal gucken. Fred nimmt er ja auch auf, kann ja zumindest gut sein, dass er aufgenommen hat. So, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, er hat mich sogar selber abonniert. Oder? War das? Ich glaube, zwei Deutschsprachige und er selber hat mich auch abonniert. Ich habe ihnen mal so ein kleines Intro gegönnt, was auf jeden Fall besser aussieht wie sein jetziges, also sein voriges, was er vorher hatte. Alter, dieser Lex gerade. Ich habe Lex durchgehen gerade.
Nein, ich geb um. Ich hab Lex. Lex, bist du im Tod? Was ist hier los? Lex. Ah, oh, es läuft wieder. Nein, es fängt wieder an. Also, könnte sein, jetzt das Standbild kommen. Ich würde mal sagen, falls die Aufnahme nichts wird, ich beende jetzt mal die Aufnahme. Auf jeden Fall mal besuchen, es sind ja nur 90 Kilometer. Oder fängt sie das wieder? Fängt sie wieder. Na, dann brauche ich noch nicht Tschüss sagen. Dann kann ich auch das Video eben noch abgeben, dass das geglückt ist. Und ich habe zumindest geschafft, nicht umzukippen. War gut. Ziemlich gut draufgefahren. Ja, sorry, dass ich so ein bisschen hier blockiere. Aber ich kann auch nichts dafür, dass mein Truck so lahmarschig ist. Ihr Truck, gib Gummi. Ich drück die W-Taste schon komplett durch den Schreibtischboden. Also durch das Holz drücke ich diese Tastatur schon. Und dieser Truck gibt einfach kein Gummi. So. Das ist halt, das ist gute Ware Mercedes. Man braucht da schon einen Stein auf dem Gaspedal. Oh, ich dachte, er schreibt ja, aber nein, es ist ein Werbungslink von der Seite. Werbung AD gekennzeichnet. Er fährt mir so dicht hinten drauf. So, wenn ich jetzt ein Leck hab, im Brett hat er mir voll in die Ladung rein, ne? Ich habe 100% schon, dass meine Fracht 100% schon kaputt ist, so viel Lecks, wie ich hatte. Ich könnte jetzt auch hier Schassverfahren hier runterfahren und den ein bisschen ärgern. Aber das bin ich ja nicht, weil jetzt noch irgendwie Scheiße bauen, kurz vorm Ziel ist ein wenig Kacke. Deswegen fahre ich einfach mal direkt weiter. Sobald ich zu schnell werde, könnte auch sein, dass ein bisschen Scheiße passiert, deswegen muss ich mal ein wenig vom Gas gehen, aber er fährt mir schon so dicht auf. Oh Gott, ich habe Lecks. Das ist nicht gut auf der Geschwindigkeit und derjenige, der hinter mir ist, der hat wahrscheinlich keine Lecks und das kann ein wenig ins Auge gehen. Ich fahr mal auf die Spur, falls was passiert. Na, er fährt hinter mir. Ich weiche ihn extra aus. Komm, ich ärgere ihn ein bisschen. Merkt er das? Oh Gott. Na. Das ist raus. Die ist ein bisschen verbogen, die Rolle. Sobald ich da ein bisschen ge mehr Gewicht auf das Teil, wo die Tastatur drauf liegt, gibt das den Haltnacht und das rutscht dann von der Rolle und das hat gerade so geknallt, Alter. Das geht gar nicht klar. Aber er ist schon wieder hinter mir. Ich hab Lex. Deswegen will ich ja nicht auf seine Spur fahren. Oh Gott. Ich muss hier gleich rüber. Ja, wir sind wieso gut vor da, ne? Also, was für Deutsch-Skills mal wieder hier. Ich habe Lex. Wer fährt mir jetzt rein? Dann raste ich aus. Komm, oder ich kipp noch um, so kurz vom Ziel. Ja, ich würde mal sagen, hier in der Stadt nimmt die Lex wieder zu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wird es mich freuen und Ihnen wahrscheinlich auch über eine positive Bewertung. Und ja, bis dann, Leute. Ciao!